Ja, willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Season 8. Wir brauchen jetzt noch einen Kopfgeld, eine Kopfgeldgegend und dann haben wir es geschafft mit diesem Achievement. Machen wir das sofort, hä? Prima, der Server läuft relativ gut. Es ist immer noch voll. Ja, ich habe eine gute Zeit jetzt gefunden. Um 4 Uhr morgens. So, ja, die Bastion. Ich finde das am besten. Zum Unglück ist es zum Schluss gekommen. Der Akt finde ich einfach am besten. Zwar sind die Akt 4 und Akt 5 besser gestaltet, aber das hat einfach Style hier in den Nordlanden von Ding. Ich bin ja Barbaren-Fan. So. Der ist hier. Ach, da ist er. Es kommt doch einfach zu mir. Ständig sind irgendwo anders. Nochmal eine Abmaschine. Wir könnten es eigentlich schon machen, aber es lohnt sich einfach nicht auf niedrigen Schwierigkeitsgraden. Ah, wir müssen zurück. LOL. Wir müssen dort hinein. Es war schon mal, ist mir schon mal vorgekommen, dass ich einfach weitergehe und nicht zurück. Aber das ist ja so blöd gemacht, dass man zurück muss. Hä? Ist doch mega blöd gemacht. Das sieht man ja auch erst, wenn wir dann so weit hinten sind. Aber der Schlüsselwächter wollte ich sowieso besiegen. Dann haben wir die Maschinen schon mal. Ja. Also ich kann eventuell dann kurz den Schwierigkeitsgrad ändern. Ja? Dann können wir da gleich mal ein bisschen mehr Items finden und so weiter. Ja. Was ist das für eine unheilige Kreatur? Das ist meine Großmutter. Ignoriere sie. Meine Großmütter waren immer dünn. Okay, eine Großmutter war schon ein bisschen leichter, aber das ist natürlich auch an ihrem Wohlstand abzuleiten. Wir waren eine ganz, ganz arme Bauernfamilie. Wir hatten nichts. Wir wollten nichts. Wir wollten alleine bauen. Wir wollten alles, wir haben, also meine Großväter haben immer alles gemacht. Geholzfeld, also Forstwirtschaft gemacht. Tiere, Gartenarbeit hat eben meine Großmutter gemacht. Also da gehört auch Mais und so dazu, als mögliche. Und mein Großvater hat noch gejagt und was auch immer. Leider habe ich ihn nie so lange gesehen, der gejagt hat, also nur der Holzwirtschaft gehabt hat. Und ja, es ist vielleicht eines der besten Vergangenheiten, die man haben kann. Also meine Familie war immer nett zu mir und alles mögliche. Außer meine Mutter, sie war recht streng, aber ja, kann man ja auch nichts dafür. Ich habe einfach so das Gefühl, sie hat ein bisschen zu sehr auf irgendwie etwas, ja, gute Ausbildung gesetzt und dadurch alles, was zum Beispiel mit Haushalt oder mit wichtigem Erfolg zu tun hat, hat sie ignoriert. Das war schon ein bisschen negativ. Musste alles lernen durch Profis, also durch, ja, zum Beispiel Wegebewohner und so weiter. Was ich das erst jetzt konnte. Das war schon extremst. Dass man einfach nicht anders lernt, oder? Da bin ich halt ein bisschen weiter hinten drein, aber ja. Ich bin ja erst 29 Jahre alt. Und deshalb
ist es ja noch nicht so schlimm. Gut, gut. Das geht noch nicht. Ja, wir müssen uns durchwirbeln, weil wir natürlich in die zweite Ebene müssen. Also das sind die schlimmsten Aufträge, immer in die zweite Ebene runter. Heieiei, und dann auch alle Gegner töten und die suchen. Oh. Na gut, wir schaffen das. Ja, da oben geht's nicht weiter natürlich. So. Kaserne. Noch nicht bereit. Da ist er. Es kommt hier hin. Ich tue dir immer wieder neu beschwören, wenn die nicht folgen. Nicht immer diese kleinen, winzigen Gegner aufhalten. KI ist in den Blizzard-Spielen auch immer so richtig schlecht. Also bei StarCraft weiß ich nicht so ganz genau, aber die waren auch relativ schlecht. Habe ich gesehen. Also KI kann Blizzard wirklich nicht machen. Blizzard ist geldsüchtig und das ist das größte Problem, das eine Firma machen kann. Geldsüchtig zu sein. Also richtig süchtig. Man kann ja ein bisschen geldsüchtig sein, das ist kein Problem, aber die sind gewaltig süchtig. Scheinbar haben sie es gelernt durch den BlizzCon, dass sie jetzt nicht mehr dürfen so geldsüchtig sein. Aber ist ja Facebook auch. Facebook geht auch den Bach runter. Niemand hält mich zurück. Ich war jetzt in letzter Zeit nur noch wegen Kevin, dem Minecraft-Spieler, den ich so lange schon kenne, ja, auf Facebook. Sonst bin ich nie auf Facebook. Twitch habe ich, Twitter habe ich auch nur, um meine Videos halt, ja, anzukündigen und so weiter. Werde eventuell Twitter halt auch ein bisschen noch benutzen, aber solange ich noch so wenig Leute bei Twitter habe, muss ich das auch noch nicht machen. Ich muss nicht die Twitter anlocken. Die Twitter-User. Die sollen zu mir kommen. Fertig. So. Ich brauche mehr Zeit. Da ist noch eine. Oh, noch vier. Jetzt muss ich alles zurück dorthin. Aha. So. Ja. Jetzt sollten die letzten Gegner hier sein. So. Nicht. Er enttäuscht mich. Da waren wir nicht. Nichts? Er enttäuscht mich. Wo sind die letzten vier Gegner? Das ist sowas von unfair, immer diese Scheißquest. Ja. Kann doch nicht sein, dass sie die vergessen haben, irgendwo. Wo sind sie? Sind die irgendwo reingepackt? Am Start. Nicht? Jetzt war ich doch überall. Ich war überall. Ich wirbel einfach wieder ein bisschen. Jetzt war ich sicher überall. Ja, vielleicht ganz am Schluss dort oben. Oben drin, aber... Ist wirklich überall? Hä?
Ich wette, die sind irgendwo in der Ecke, sind Goblins. Hundertprozentig sind es Goblins, die immer abhauen. Ja, oben durch. Wo seid ihr? Ich hab nichts. Hier ist nichts. Ah, dort unten vielleicht. Da geht's noch runter. Wusste ich gar nicht. Aha, Bomben. Ja, die bewegen sich sowieso nicht. Okay. Gut, dann nehmen wir hier. Nein. Gahan. Wohin? Ruine von Sescheron, also hier. Garan heißt er, okay. Wie sie's, die Fallen hingeplatziert haben. Die gehen an keinem von uns spurlos vorüber. Nur wenige haben bis heute überlebt. Aber wir haben uns Ehre beschert, indem wir alle bis auf die wildesten der Fleischfresser töteten. Wenn ich daran denke, dass sie einst zu unserem Volk gehörten, solange auch nur einer von ihnen lebt. Ja, ich. Ich lebe noch. Ich bin der einzige Papa. Beziehungsweise so nützige Händler, die natürlich immer überleben. Das sind die einzigen, die immer überleben, ja. Ich habe neue Kraft geschöpft. Aber Schaden machen die von, hä? Zurück in die Hölle. Noch nicht bereit. Explodier endlich. Die explodieren immer wieder falsch. Das geht noch nicht. Jetzt regt nicht auf. Die regen immer mich auf, die nerven gewaltig. Schlimm so etwas. So, komm noch ein bisschen. Wie zäh der ist. Ist ja wahnsinnig zäh. Nervt nicht. Also noch ein paar. Ich werde jetzt langsam richtig wütend, weil ich muss ja das aushalten. Ihr dürft die Videos nacheinander schauen. Ich muss das alles durch. Ziehen, hey, nur wegen diesem scheiß Auftrag, weil Blizzard einfach wieder übertreibt mit ihren Aufträgen von Nord-Nephilim. Ja, das ist in erster Etappe 3. Das ist Wahnsinn, was man machen muss. Ach, bitte nicht diese Eisschlaghöhen. Eieiei. Ich will lieber die Frosthöhen endlich mal wieder. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Naja. Ich will genießen. Ich will ja das Spiel genießen und nicht mich aufregen. Also unbedingt wieder niedriger spielen, sonst. Ich brauche unbedingt das letzte Teil noch. Weil natürlich das letzte den Schaden bringt. Ja, ja. Das letzte muss natürlich den Schaden bringen. Jetzt gib mir mal das Standort dieses Schreins. Ah, hier. Wahnsinn. Ich muss immer so Extrems suchen. Aber es ist ja auch dringend, oder? Man muss dringend suchen. Ja. Ich bin so langweilig mit dieser Sucherei. Immer ständig immer alles suchen, es ist langweilig. Ich mag suchen nicht so gerne. Auf diese Weise. Easter Eggs suchen und so mag ich mega gerne, aber... Nein, diese Aufträge suchen und so mag ich überhaupt nicht gerne. Ist ständig eigentlich nur gegrindet. Keine Chance.
Noch nicht bereit. Ach, langsam wird's ein bisschen nervig, hä? Ich glaube kaum, dass ich das schaffen werde. Der Schwierigkeitsgrad ist wieder ein bisschen zu hoch, solange ich das letzte Teil nicht finde. Aber eben, das ist natürlich der Hammer. Der Hammer, der muss ich einfach irgendwie per Glück finden. Aber wie? Okay, ich hab's doch geschafft, aber knapp. Sich nicht beirren. Brutales Massaker. So. Jetzt noch den. Und jetzt ist dann plötzlich Server down. Ja, ein Hackerangriff. Ständig werden die Server von Blizzard gehackt. Aber nur immer Blizzard. Da hat jemand wirklich fette Wut auf Blizzard, hä? Also nämlich ständig so Nachrichten überbringen, die wollen eine Nachricht setzen. Also ich push durch. Gut. Ich fühle mich ein wenig mitgenommen, aber es geht schon. Ja, dann komm mit. Gegen die Belagerungsbestie. Der wird mit einem Schlag der Belagerungsbestie tot sein. Einfach immer wirbeln. Immer wirbeln. Immer wirbeln. Einmal wirbeln, zweimal wirbeln, dreimal wirbeln. Immer wirbeln, immer wirbeln. Herumwirbeln, herumwirbeln, herumwirbeln. Ich freue mich so, ich freue mich so. Die Belagerungsbestie wieder besiegen. Ah. Weil ich mich freue. Weil ich mich freue. Weil ich mich einfach so freue. Ja, ja, ja. So. Ach, nochmal. Ist immer so lange. 91! Scheiße. Ich mache immer wie größere Massaker. Hallo, Pfuschi. Ihr bleibt bei ihm, ihr tötet ihn. Ihr blöden Uran. Noch nicht bereit. Schade, dass der Baba im Diablo 2 nicht Uran hätte, das wäre noch spaßig. Aber es ist ja erst jetzt erfunden worden in Diablo 3. Gut. Ja, und jetzt? Schnell mal alle Sachen fortschmeißen. Zertrümmern. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Yes! Wir haben es geschafft. Habe ich jetzt nichts bekommen? Ich musste doch das machen. Wieso habe ich jetzt das nicht bekommen? Okay, ich habe es doch bekommen. Gut. Ja, schließt in einer Sitzung alle Kopfgelder in allen Aktien ab. Ich habe es bekommen, aber ich sehe es nicht. Wo habe ich das bekommen? Sanctuarius meist gesuchte. Nein, ich habe es nicht bekommen. So peinlich irgendwie. Die Achievements gehen immer noch nicht alle richtig. Ah ja, ja, Blizzard. Blizzard macht immer alles falsch. Wie immer, ja. Immer mehr Bugs einzufügen als zu fixen. Finde ich immer toll. So. Transmogrifizieren wollte ich ja. Ich will den besseren Hut natürlich transmogrifizieren. Und zwar den hier. Oder den hier. Nö, sieht scheiße aus. So.
Ja, und jetzt muss ich noch das eine der Würfel, hä? Aber den kann ich ja jetzt machen. Also, entziehen müssen wir. Dann werden wir entziehen. Kommt der Hammer. Ja, ja. Schnelle Legendär, ja. Und zwar muss ich das mitnehmen, das. 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 Vier haben wir. Ah, das noch. Gut. Machen wir mal das. Zwar muss ich jetzt aussuchen, das nehme ich, hä? Yay, die Belohnung. Ja, danke, aber ich möchte das nicht anschauen. Schlüsselmoment, Orok. Also wir müssen die Schlüsselhütte schon machen, gut. Ja, ja, machen wir die. Ein großes Solo-Spiel, das machen wir noch. Ja, es ist schon zu spät, sorry. Gut, wir werden jetzt ein normales Snowfall-Portal einfach so machen, bis ich dann aufhören muss, hä? Gut. Hier, du hast ja nur... Ah, du hast jetzt... So, okay. Nee. Sieht auch cool aus, der Hammer durch die Flügel. die Axt durch die Flügel. Ach, klar, genau die, die wir schon haben. Ist eine Frechheit. Dann schauen wir doch mal kurz, ob wir die nicht auswechseln können irgendwie. Ist doch nicht so teuer, oder? Da ist Zähigkeit drauf. Ja, aber nein. Wo ist meine Frau? Ist sie in Ordnung? So, wir ist umwandeln. Aha, vergessene Seelen haben wir auch nicht genug. Ich glaube, wir müssen mehr zu schrotten, hä? Fünf haben wir. Aua. Was müssen wir verschrotten? Das. Das. Ah, das sind einfach die kleinen. Das lasse ich. Ihr habt keine guten Ding. Der da. Der da, der Großvater hat auch zerschrotten. Ja. So ein Mist. Ich muss meine Sachen zerschrotten. So. Jetzt können wir das machen, hoffentlich. Ja, wir haben 12. Also, die da. Die Frauen sammeln immer nur Stiefel, hä? Nur ihre schöne Schuhe. Naja, gut. Das ist sogar besser. Ich muss es schon fast. Ich muss die tragen. Aber schön, hä? Die Frauen bekommen immer nur Stiefel. Ja. Jetzt muss ich Vitalität. Was soll ich Stärke? Ja. Vitalität. Aha. Ja gut. Ja, mich. Kann ich sie noch nicht ausrüsten? Muss ich weiterhin dort lagern? Mache ich das hier unten, hä?
Also jetzt können wir nicht mehr so gut ein Portal machen. Was sollen wir jetzt noch machen? Was haben wir jetzt diese Maschinen? Können wir die Maschinen noch machen? Wir haben nur drei Maschinen. Schade. Ja gut, dann mache ich einen kürzeren Bart diese. Hä? Dafür gehen vielleicht die späteren dann ein bisschen länger. Ich bedanke mich. Hey, ich will kein Schwert in meiner Muschi haben. Wir sehen uns das nächste Mal. Ja, bitte schaut wieder zu. Und ja, es macht auf jeden Fall viel Spaß. Ihr seht jetzt einfach Diablo 3 auf einem anderen Blickwinkel, nicht so richtig gepusht. Ich möchte es nicht. Wenn es für euch langweilig ist, sagt es. Ich kann schon nämlich auch ein bisschen ändern, aber ich habe ja schnell gemacht jetzt alles. Hä? Also bedanke ich mich. Ich werde sicher den Kampagnenmodus auch noch durchspielen. Aber sobald ich das letzte Set her habe, hä? Machen wir mal den Kampagnenmodus. So, danke und tschüss.